Hallo, wir sind heute wieder bei Tatort Tischlerstube. Der Manuel hat seiner Freundin versprochen, 2.21 ist die Decke fertig im Keller. Natürlich, wir haben schon 2.22, seine Freundin. Puh, ich weiß nicht, ich glaube, da hängt jetzt der Haussegen schief oder wie man das so sagt. Auf jeden Fall hat sie mich angerufen und ich habe gesagt, ich habe gerade Zeit und jetzt komme ich vorbei und helfe ihm ein bisschen, bevor 2.25 wird und der liebe Herr Hafner immer noch. So, Erik, ich wäre soweit. Okay, Manuel, ich zähle bis Da haben wir die drei. Haare gekämmt, wie schaut das aus? Ja, schaut gut aus. Okay, Ich du zähle bis setzt dich drei her, und ich warte. dann kommst du, gell? Passt. So, warte, ich sehe deinen Schatten, da muss ich noch weg. So, dann So, gehe ich zurück ein wenig. okay, ja, passt schon, bis zur Tür, passt. Okay, 3, 2, 1, los! Warte immer noch, Erik. Die Tür musst du zuschlagen. So, okay, passt, ja. 3, 2, 1, los! Servus, liebe YouTube-Gemeinde, wir sind wieder bei Tatort Tischlerstube. Heute ist ein Geheimprojekt darum, denn der Erich hätte auf einer Baustelle Fußboden legen sollen, aber das Haus steht noch gar nicht. Also er hat etwas Koordinationsprobleme. Er ist auf diesen Platz heute Morgen hingefahren und es war noch kein Haus. Dann hat er diese Leute angerufen und die haben ihm gesagt, Erich, der Termin ist erst 2025. Und ja, ein kleiner Fehler, aber ich habe gesagt, dieser Fehler macht Erich erst richtig zu einem Menschen. Jetzt machen wir hier heute diese Rigipsdecke, denn der Erich kann mit Freizeit nicht viel anfangen. Hobbys hat er, glaube ich. Hast du Hobbys, Erich? Puh. Okay, also mit Hobbys schaut es auch nicht sehr gut aus. Jetzt nutzen wir diese Zeit, die er hat, und machen die Rigipsdecke drauf. Ist Rigipsdecke montieren vielleicht dein Hobby, Erich? Okay, Erich spricht nicht so viel. Wir hatten heute erst unseren Termin. Auch gestern war der Paartherapeut und er soll nicht so viel mehr reden, denn es bringt nichts, hat die Therapeutin gesagt. Auf jeden Fall montieren wir jetzt diese Schienen und zeigen euch zwei Tricks. Oder zeigen wir, mehr wissen wir eigentlich gar nicht, oder? Zwei Tricks ist, glaube ich, für einen Montag sollten zwei Tipps auch reichen. Ja. Zwei Tipps. Der erste Tipp wird sein, wie man den Schlagdübel schnell hineinbekommt, ohne dass man diesen lästigen Werkzeugwechsel hat. Hammer, Bohrmaschine und so weiter und so fort. Also einfach schnell diese Schlagdübel hinein. Und der zweite Trick wird sein, wie man diese Profile abschneiden kann, ohne dass es laut ist mit Flex. Denn der Erich will das lauter nicht. Er hat es lieber ruhig. Und somit schauen wir, dass es ruhig bleibt. Als erstes haben wir den Laser aufgestellt und haben rundherum quasi diesen Laserstrich projiziert. Und dann haben wir mit der Farbschnur, das wird jeder von euch kennen, die Farbschnur ist das hier, das haben wir herausgezogen. Links und rechts hat es eine gehalten, also auf der einen Seite der Erich, auf der anderen nicht. Und dann schnalzt, wie sagt man das, Erich? Dann schnalzt man, Ja, ich glaube. dann schnalzt man die Farbschnur so hin und dann hat man quasi diesen Farbschnurstrich. Denn der Erich will nicht, dass der Laser immer hinleuchtet. Er sagt, der Laser ist nicht gesund für die Augen und fürs Gehirn, oder wie war das? Ja. Fürs Gehirn. Er meint, also letztens haben wir mit dem Laser gearbeitet und er ist der Meinung, dass man nach einem ganzen Arbeitstag mit Laser am Abend nicht mehr rechnen kann. Also die Einserreihe hat er sich sehr schwer getan, hat er gesagt. 9 mal 9. 17. Wir haben heute schon mit dem Laser gearbeitet, nur kurz, aber wir wissen nicht, ob das stimmt oder nicht. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben, was die Lösung von 9 mal 9 ist. Auf jeden Fall schlagen wir jetzt diese Schlagdübel ein. Ich werde Erich filmen, der Erich ist ein Profi, ein Experte, quasi ein Schlagdübel-Experte, um nicht zu sagen, einer der besten weltweit. Ich glaube, da gibt es keine olympische Disziplin für sowas. So, eine Schlagbohrmaschine. So, und jetzt Trick 17. Wir stecken nur hinein. Und um nicht eine zweite Bohrmaschine oder mit dem Hammer hier kann man nämlich die Oberfläche sehr leicht zerschlagen, nehmen wir nur gleich die Schlagbohrmaschine. Ist da. Und hält das auch jetzt? Ja, das hält genauso gut wie vorher. Okay, kannst du vielleicht eine Version zeigen, wie das mit Hammer gehen würde, Erich? Ach so. Ich kann dir einen Hammer geben. Ah ja, der liegt da. Aber Ich damit das man mal. sieht, wie umständlich Ja. das ist.
Jetzt braucht man dann einen zweiten, oder genau, er müsste runtergehen, oder ja. Er hätte normal den Hammer, hätte jetzt im Dach. Aber jetzt gehen wir davon aus, du hast die Bohrmaschine noch in der Hand. Ach so. So, jetzt habe ich die Bohrmaschine. So. Halten. Die ist schon ein bisschen älter, die Bohrmaschine, das dauert immer ein bisschen. Und jetzt ist das ein bisschen. Ganz wichtig ist das immer, wenn man diesen Schlagdübel einschlägt, dass man die linke Hand so nah dran hat, den Zeigefinger, dass man quasi beim Abrutschen sich auf den Zeigefinger haut. Das war eigentlich... Achso, das mache ich ja nicht. Das tut ja weh, oder? Okay, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Erich macht Werbung anscheinend für Makita. Er ist gesponsert, oder? Gesponsert von Makita? Ja. Wie viel Geld bekommst du da? Bis jetzt noch nicht. Aber lange wird das sicher nicht mehr dauern. Erich, vielleicht, dass ich auch einen Trick zeigen darf, damit nicht immer dann glauben die Zuschauer, du kannst alles und ich kann nichts. Ach so, weißt du, was ich meine? Naja, schau mal, ich filme dich jetzt mal. Ja. Okay, ich zeige euch, wie man dieses Fouté-Profil hier abschneidet. Hier muss ich ja eine Leibung hineinmachen, oder sagt man der Leibung, also hier ist eine Stufe in der Decke, damit das Fenster ganz aufgeht. Jetzt muss ja hier das UD-Profil aufhören und das geht dann hier nach hinten. Das werdet ihr dann in einem anderen Video sehen. Heute geht es ja nur um diese zwei Tricks. So, jetzt nehme ich dieses UD-Profil, halte es mir da oben an der anderen Seite dann dieses bündig oder vielleicht ein wenig Luft, dass es nicht dann später zu Problemen kommt. Und dann reiße ich mir hier an, habe ich mir hier angerissen, ehrlich. Wo Winkelhaken braucht man dazu keinen, das ist nicht so genau. Und jetzt könnte ich natürlich mit dem Winkelschleifer, also mit der Flex, könnte ich das abschneiden. Oder ich mag hier einfach ganz gemütlich in Ruhe mit der Flexschere links und rechts einen Schnitt. Und dann mache ich es einmal so, zweimal so, dreimal, viermal. Und es ist weg. Viermal. Wenn ich wollen hätte, würden getan haben, wäre es mit dreimal schon weg gewesen. Aber ich habe nicht wollen getan haben. Und jetzt kann man das hier quasi anbohren und hatte keinen Lärm eigentlich. So hätte ich mir die Schutzbrille aufsetzen müssen, hätte den Winkelschleifer nehmen müssen, hätte mir das wohin legen müssen und schneiden. Also auch eigentlich Zeitersparnis, oder? Ja, Gehörschutz. Gehörschutz hätte ich auch noch gebraucht. Gehörschutz, das hätte ich alles gebraucht. Und mit dieser Blechschere war das eigentlich leise und es war eigentlich bio-vegan, kann man fast schon sagen, oder ehrlich? Ich glaube, wenn ich hier beim Fenster stehe, ist das nicht gut zu sehen für die Zuschauer hier auf YouTube. Aber das war unser kleines Montagsvideo, ehrlich. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Der Erich hat nichts zu sagen. Ich sage aber danke. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir verabschieden uns. Wir sehen uns am Donnerstag wieder mit irgendeinem Video. Was kommt, weiß keiner. Erich, weißt du, was am Donnerstag kommt? Nein. Okay. Erich weiß es nicht. Ich sage danke. Drückt gefällt mir. Abonniert den Kanal, wenn er euch gefällt. Und ihr könnt auch spenden. Wohin, weiß ich nicht. Aber spendet, wir brauchen es wirklich dringend, denn das Haus, wo Erich Fußboden legen hätte sollen, steht noch nicht. Und wie sollen wir dann Geld verdienen? Also ich weiß es nicht. Erich, weißt es du? Ich weiß auch nicht. Okay, ich sage tschüss. Erich, ich nehme die Kamera noch, dass du dich auch verabschieden kannst. Nein, geht schon.